Moin und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Und heute geht es speziell um Damen-Leder-Kombis. Und wir haben uns jemanden eingeladen, und zwar die Nane. Die kennt ihr ja schon aus dem Social-Media-Bereich von uns. Auf Instagram habt ihr sie wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Die muss heute leiden, weil sie darf nämlich die ganzen Klamotten euch vorstellen. Zumindest ich stelle sie vor und sie hat sie an. Hey, weil ich sehe scheiße damit aus. Also, ich würde sagen, lasst uns loslegen. Viel Spaß dabei. Starten tun wir mit der PX16 von ProBiker. Viele kennen sie, so ein All-Time-Favorite. Gibt es für Herren natürlich auch, für Damen auch. Ja, in erster Linie, wie schon gesagt, ist dieses Video für euch Ladies. Aber ihr Kerle könnt ruhig dranbleiben, weil ihr seht, was ihr euren Ladies schenken könnt. Na, mal so nebenbei. Also, PX16 ist eine Kombi aus Büffelleder. 1 mm stark, also 1 bis 1,1 mm stark. Trotz alledem ist bequem, oder? Ja, doch. Sitzt auf jeden Fall gut. Weil das Geile nämlich daran ist, sind überall richtig schöne Stretch-Materialien, die aber abriebfest sind, verbaut, so im Ärmelbereich. Hier sieht man das ganz schön, dann hier auch im Brustbereich. Ihr habt Stretch-Materialien hier verbaut, was sehr, sehr geil ist. Im Po-Bereich auch nochmal. Also gerade wenn man jetzt so eine sehr sportliche Maschine fährt und nach vorne gebeugt ist, ist es natürlich nur von Vorteil, wenn am Gesäß oder an der Hose ein Stretch-Material ist, damit sich das alles nicht so zieht. Ihr habt im Lieferumfang enthalten Schulterprotektoren, Ellenbogenprotektoren, so standardmäßig. Rückenprotektor könnt ihr nachrüsten. Und bei der Hose sind Knieprotektoren schon mit dabei und ihr könnt die Hüftprotektoren nachrüsten. Was ich auch mal sehr geil finde, was aber mittlerweile auch ein Standard ist, ist, dass im Kniebereich auch nochmal ein schönes Stretchmaterial ist. Hier gerade auch wieder ein schönes Stretchmaterial, was abriebfest ist. Das ist natürlich auch super luftig, ne? Weil ich sag mal, wann tragt ihr solche Sachen, wenn es richtig heiß ist da draußen? Also muss da auch richtig schön Luft durchkommen. Wenn man ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, hat man die Möglichkeit, hier noch schöne Schleifpads dran zu machen. Ne? Das ist ein richtig schönes Klett. Wenn man jetzt sagt, so okay, soweit ist noch nicht bei mir, es gibt auch solche Cover dafür. Und dann könnt ihr das abdecken, damit es nicht so sehr verdreckt und im schlimmsten Fall dann auch nicht mehr klettet. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist eine zweiteilige Kombination und ihr habt einen Verbindungsreißverschluss. Einmal einen Rundumreißverschluss und einmal einen kleinen Reißverschluss, je nachdem, wo ihr Bock einfach drauf habt oder mit was ihr Jacke oder Hose kombinieren möchtet. Die Sachen gibt es in normalen Größen und es gibt sie auch in Kurzgrößen und es gibt sie in langen Größen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bietet auch nicht jedes Produkt, dass ihr individuell euch das natürlich auf eure Anatomie anpassen könnt. Ja, also ich finde sie von der Farbkombination auch sehr schlicht, aber sehr stylisch gehalten. Ist sehr geil. Und vor allen Dingen, weil man immer so hört, denkt, oder zumindest denkt, Büffelleder, das ist mal so steif, das kennt man von früher. Aber es ist halt echt super bequem, die PX16. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal gönnen. So, next ist die Buse Le Mans. Was für ein geiler Name auf jeden Fall. Ich finde, sie sieht richtig stylisch aus, ist mega schlicht, aber die Farbverteilung ist geil gewählt, sage ich jetzt mal. Leder habt ihr verbaut, ein Rindsleder, 1,2 bis 1,4 mm stark. Ist tatsächlich noch mal ein bisschen bequemer als das Büffelleder. Man kann sich ein bisschen mehr bewegen. Und ja, so die üblichen Verdächtigen sind auch wieder verbaut an Protektoren, Schulter, Ellenbogen, Knie und Rücken nachrüstbar und Hüfte auch nachrüstbar. Was bei der Variante hier ein bisschen besonders ist, ist ein richtig schöner Neoprenkragen, der sehr, sehr angenehm ist. Und wenn du hier schon mal bist, hier ist ein richtig schönes Airvent-System. Das heißt, aufmachen und dann pfeift es auch ordentlich durch. Ansonsten eine Perforierung hier auch nochmal im Oberarmbereich. Reflektoren, weiß nicht, ob die jetzt so reflektieren, sind auch mit dabei. Ein bisschen Hartschale hier nochmal drauf gezimmert. Sieht auch mal sehr, sehr sportlich und geil aus. Und ansonsten Stretchmaterialien überall im Ellenbogenbereich, was natürlich für den Komfort richtig schön ist. Davon abgesehen, das Leder ist eh schon richtig schön weich. Ansonsten Verbindungsreißverschluss hat die Jacke auch. Nochmal hier schon schön zum Taillieren. Ein Klett, zack, mit verbaut.
auch wieder im Gesäßbereich, muss man Jump Round Turnaround, auch wieder ein schönes Stretchmaterial. Und hier auch wieder richtig schön stretchy. Auch die Reißverschlüsse sind, was auch sehr, sehr geil ist, kannst du mal ein bisschen rankommen. Die sind hier so ein bisschen seitlich versetzt, damit es nicht hier so an den Knöcheln drückt, wenn ihr die Sachen in den Stiefeln drin habt. Und unten auch nochmal hier zum Fixieren. Also Buse Le Mans gibt es nur leider in normalen Größen, ne, 36 bis irgendwas in den 40ern, 42 oder so. Hat die vorne Taschen? Die hat auch vorne Tasche drin, also, genau. In der Hose oder ist das eine Belüftung? Nee, auch Taschen. So. Da sind Taschen, hier sind nochmal Taschen verbaut. Auch schön. Ich finde sie schlicht, aber echt stylisch. Ne? Ja, Buse Le Mans ist mal eine helle, auf jeden Fall. Tipp von mir noch, wenn ihr die Sachen sauber macht, gerade wenn ihr so helles Leder habt, ach, gibt gleich hier so einen Pflegetipp nochmal dazu, nehmt euch für jede Lederfarbe einen extra Lappen, wenn ihr mit Lederreiniger darüber geht. Nicht, dass ihr irgendwann mal so einen Grauschleier darüber zieht, das nur mal so als Tipp am Rande. Gut, umziehen, nächste. Vanucci Art 19. Und warum Nana gerade so grinst, die hat sie nämlich selber und fährt sie privat auch. Ja, schön, ne? Schön gemütlich. Kennt man. So, hier haben wir, ja, man sagt immer so Textil-Leder-Kombination dazu. Das ist ein bielastisches Liadura-Material. Leder ist ein 1,2 mm starkes Rindsleder, was hier verbaut wurde. Mega stylisch, super luftig für den Sommer. Und sau bequem einfach, ne? Ja, kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen, ne? Die Jacke hat nochmal hier ein Airvent-System, muss man so zeigen. Was auch sehr, sehr schön ist, da pfeift es nämlich auch richtig schön durch im Sommer. Durch das ganze Text, ich sage jetzt mal Textilmaterial dazu, pfeift es ja so oder so richtig schön durch. Ihr habt auch wieder da, wie bei den anderen auch, das habe ich vorhin gar nicht, glaube ich, gesagt, Netzinnenfutter zu empfehlen ist sowieso immer, wenn ihr solche Sachen tragt und fahrt, dass ihr euch Funktionswäsche unterzieht, was wir, wie auch bei meinen Videos, nicht gemacht haben. Wir schneiden Nane da auch gleich wieder raus, kein Problem. Nein, also das ist, empfiehlt sich einfach. Ihr kommt einfach viel, viel besser aus den ganzen Sachen dann wieder raus, wenn ihr Funktionswäsche tragt. Außerdem ist es ein viel angenehmeres Tragekomfort oder ein viel angenehmerer Tragekomfort. So, also Jacke und Hose, wie gesagt, so ein bisschen Textil-Leder-Mix. Ihr habt Protektion natürlich auch verbaut, Schulter, Ellenbogen, Knie und Rücken ist nachrüstbar. Ihr habt Stretch-Materialien, ihr habt eine Kniekehlenbelüftung hier bei der Hose. Auch nochmal richtig schön extra super weiches Material hier verbaut. Das ist super angenehm. Das drückt kein Stück. Wie gesagt, hier Stretch. Hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, Knieschleifer anzubringen oder dann eben halt mit solchen Covern zu arbeiten, wenn ihr das Material ein bisschen schonen wollt. Ja, im Großen und Ganzen, ihr müsst die Sachen auf jeden Fall immer mal anprobieren, damit die auch richtig gut passen. Von daher entweder bestellen in ein, zwei Größen oder ihr kommt einfach in die Filialen und probiert es da mal vor Ort an. Was ist so deine Erfahrung damit, gerade wenn es warm ist? Ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Ich trage sie, wie gesagt, privat und bin einfach verliebt nach wie vor. Ja, das mal so aus der Erfahrung raus. So. Ja, gucke ich mal nach. Cut. Ja, Größen 36 bis 42, da müsst ihr mal schauen. Jeder Schnitt ist sowieso ein klein bisschen anders. Also einfach vorbeikommen, anprobieren. Genau. Next. So, kurze Mittagspause gehabt. Ich war beim Friseur, hab mich umgezogen. Mir ist nicht mehr ganz so heiß, nicht hauen. Mir schon. So, also weiter geht's im Text. Und zwar möchten wir euch auch vorstellen heute, das ist die Alpenstars Jaws V3 für Damen und die Missile für Damen. Ja, kommen wir zu der Jacke. Bei der Jacke, im Vergleich zu anderen Lederjacken, hat die den Vorteil, die hat eine Z-Liner-Membran verbaut. Das heißt, ihr kommt trocken nach Hause, weil das Ding ist nämlich wasserdicht und atmungsaktiv und winddicht. Und habe ich hier hinten, ihr habt sogar ein bisschen an kälteren Tagen die Möglichkeit, hier so ein Thermo-Innenfutter einfach mit reinzubauen. Also das ist eher so eine, ja, eine ganz Jahres
Jacke, möchte ich einfach mal sagen. So, die kommt erstmal weg. Schwuppdiwupp. Ebenfalls hat sie noch mal ein Airvent-System hier oben im Schulterbereich. Hat eine wasserdichte Dokumenteninnentasche. Die Taschen außen, die sind nicht dicht, aber überall auch schön zu sehen. Stretchmaterial verbaut, hier gerade im inneren Bereich, was die ganze Geschichte so schön gemütlich macht. Auch hier vorne im Brustbereich nochmal schönes Stretchmaterial verbaut im Rückenbereich. Jump Round, Turnaround auch nochmal ein bisschen. Hier auch nochmal eine Perforierung in dem Bereich, um eine Zirkulation zu erzeugen. Und die Membran auch ein bisschen runter zu kühlen. Ihr habt Schulterprotektoren verbaut, Ellenbogenprotektoren sind da auch mit drin. Und die Jacke ist natürlich für die Alpanstars Rückenprotektoren zum zum mit den Drückknöpfen zum Reinbauen schon vorbereitet. So, das zur Jacke. Ihr habt noch einen Bund, eine schöne Verstellung. Könnt ihr auch noch mal ein bisschen taillieren, die ganze Geschichte, und natürlich einen vernünftigen Verbindungsreißverschluss, einmal einen langen und einmal einen kurzen. Jo, kann ganz schön viel, sieht man hier gar nicht an, man denkt eigentlich, es ist so eine normale Lederjacke für Damen, aber wie gesagt, da habt ihr mal eine wasserdichte Geschichte. So, die Missile von Alpanstars, die Hose, da ist kein Thermofutter drin, die ist aber auch nicht wasserdicht. Wir haben sie aber jetzt dazu genommen, weil sie einfach schön schick dazu passt, würde ich mal sagen. Und ihr habt einen Verbindungsreißverschluss natürlich dran. Ihr habt Knieprotektoren verbaut, schön Stretchmaterial hier auch nochmal über den Knien. Im Lieferumfang enthalten sind auch hier die schönen Schleifpads. Die halten, wie ihr seht, bombastisch gut da dran. Habe ich sie natürlich richtig falsch da dran gemacht, aber egal. Und was ihr rausnehmen könnt bei der Hose ist ein Netz-Innenfutter. Das könnt ihr rausmachen, das ist mit Reißverschlüssen drin, das könnt ihr dann auch schön waschen, wenn es dann irgendwann mal nicht mehr so gut riecht. Ja, ich finde, das ist ganz wichtig. Also es gibt ja viele, viele Lederklamotten, da ist einfach dieses Netz-Innenfutter fest verbaut. So. So eine Lederreinigung kann man alles selber machen, wenn man möchte. Man kann es aber auch dann weggeben in die Reinigung. Wir bieten ja so einen Service auch an für euch. A, sind sie erstmal weg, und B, so ein Netzfutter mal schnell rauszumachen und in die Waschmaschine zu schmeißen, das kann man auch mal eben zwischendurch machen. Von daher finde ich das sehr, sehr gut. Ja, schlicht, aber trotzdem sehr, sehr stylisch. Und sehr bequem. Und sehr bequem, ne? Ja, das ist eben halt durch diese ja, ich möchte mal sagen, das ist ja so ein Textilgewebe, was aber richtig schön stretchy ist. Auch hier im Schrittbereich auch nochmal. Ich finde, das Leder ist schön weich, das Stretchmaterial tut sein Übriges dazu. Ist eine echt tolle, schicke Kombi. So, bevor du jetzt wegschmilzt, springen wir raus und dann machen wir das Nächste. Last but not least, ja, Nane musste leiden. Wir haben uns hier bei gefühlten 60 Grad im Studio, haben wir sie da in so einen Einteiler reingeballert. Dainese Killerlane habe ich im Kopf. Killerlane, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Killerlane. Einteiler, komplett perforiert, saubequem. Sage ich jetzt einfach mal, weil es schönes, weiches Leder verbaut. Und ja, das Ding kann echt eine Menge. Also wir fangen am besten mal oben an, was ich sehr, sehr innovativ finde. Man hat hier die Möglichkeit, die Schulterprotektion, das sind schwimmende Schulterprotektoren, man kann die individuell auf die Schulter anpassen. Ja, das sind Hartschalen, die innen drin mit Klett befestigt sind, sodass man sie halt schön individuell anpassen kann und nicht wie bei anderen ja, einteiligen Kombinationen, dass man da eine feste Tasche hat, wo die drin sind. Also Punkt 1, richtig cool auf jeden Fall. Weil gerade im Schulterbereich, die sind auch vorgeformt. Du musst dich gerade ein bisschen anstrengen, denke ich mal, dass du so gerade stehst, weil normalerweise ist das schon ein bisschen vorgeformt. Zeigt aber auch wieder, wie bequem das Ding ist, durch die ganzen Stretch-Einsätze, die das Ding hat. Kommen wir auch noch gleich drauf. Also, schwimmt gelagerte Schulterprotektoren. Das nächste ist der Höcker. Ich drehe dich mal ein bisschen um. Der ist auch nochmal schön überarbeitet worden. Hier auch ein schönes Stretchmaterial in dem Bereich. Wenn der Kopf nach hinten geht, unterstützt der auch nochmal die Aerodynamik des Helms, wenn es mal ein bisschen zugiger wird. Was mal ist, meistens auch der Fall ist, wenn man sowas trägt. Und wenn wir schon mal hinten sind, dann sehen wir hier auch gleich nochmal richtig schön das ganze Stretchmaterial, was hier verbaut worden ist. Bewegt mal die Arme so ein bisschen nach vorne, so ein bisschen in die Haltung. Da sieht man, das arbeitet hier richtig schön mit. Alles auch oberhalb des Gesäßes, auch richtig
richtig schönen Stretchmaterial. Hier auch nochmal eine schöne Perforierung mit drin. Genau, so. Ja, kann ich mal umdrehen. So. Also richtig genial. Das Innenfutter ist auch nochmal mit Silberionen behandelt. Das heißt, wenn wir am Ausgasen sind, bilden sich nicht so schnell Bakterien und es muffelt nicht so schnell. Was Frauen sowieso nicht tun. Nein, natürlich nie. Und hier sieht man auch nochmal schöne Stretch-Einsätze, was die ganze Geschichte richtig schön angenehm zu tragen macht. Im Schrittbereich auch nochmal. Und klar. Schleifpads sind im Lieferumfang enthalten. Hier auch nochmal schön Stretchmaterial oberhalb der Knie. Wenn ich einmal umdrehst, sieht man auch nochmal, was ich auch mal sehr wichtig finde, hier den Bereich, ist auch schön stretchy, die ganze Geschichte. Und ein Reißverschluss, der auch hier quasi so quer rüber läuft an die Seite und hier auch nochmal richtig schön mit einem Klett abgedeckt ist, dass da nichts drücken kann. Also eine geniale Sache für den Sommer. Super luftig, super bequem, ja, zweite Haut sage ich immer dazu, müsst ihr euch auch mal reinziehen. Ja, bevor sie uns jetzt hier halt wirklich wegschmilzt, war halt unser letztes Produkt, was wir euch heute zeigen wollten. Wir sagen Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie wie immer unten in die Kommentare mit rein. Wir verlinken euch alle Produkte, die ihr jetzt hier gesehen habt, kommt in die Shops und schaut euch die Sachen einfach mal an, probiert sie an. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!